Thank you, Mark. Yeah. It's a moment, I think. That's it. Was will ich hier dran? Ich Liebe Ampelfreunde, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von unserem kleinen WM-Studio. Die Hauptrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten ist rum. Deutschland leider ausgeschieden, wie wir wissen, spielt nicht im Viertelfinale. Heute am Dienstag ist Rückreisetag der deutschen Mannschaft. Da konnten wir logischerweise auch keinen Spieler mehr erwischen. Darum freue ich mich, dass wir trotzdem noch einen deutschen Nationalspieler als Gesprächspartner haben. Herzlich willkommen, Steffen Weinhold. Hallo, danke schön. Steffen, sag ganz kurz, erstmal natürlich die Frage, wie geht's dir? Und ich weiß, ihr habt beim THW Kiel auch schon wieder angefangen mit der Vorbereitung. Ist schon wieder anstrengend? Ja, anstrengend ist auf jeden Fall. Ich sitze jetzt gerade auch noch hier im Kraftraum. Wir hatten jetzt gerade eben Training und heute Nachmittag dann noch eine zweite Einheit. Wir sind ja auch ein paar Spieler und dementsprechend haben wir schon viel gemacht mit Lauf und Krafttraining, Handball. Aber ja, es ist physisch anstrengend. Dafür ist es sonst vom Kopf her eine relativ entspannte Phase und von daher ist alles ganz entspannt im Moment. Okay, dann lass uns über die WM sprechen. Deutschland in der Hauptrunde ausgeschieden, in der Vorrunde die Niederlage gegen Ungarn, dann gab es die Niederlage gegen Spanien, dann war man so ein bisschen abhängig von anderen Ergebnissen, die sind dann nicht aufgegangen und letztendlich Platz 12 ist das nackte Ergebnis. Wie fandest du das Abschneiden deiner Teamkollegen ist es ja gewesen? Ja, also natürlich haben sich alle und ich persönlich mir auch gewünscht, dass da noch mehr möglich ist. Ich muss auch zugeben, ich habe nicht alle Spiele so hundertprozentig verfolgen können, weil ich tatsächlich auch erst oft geschafft habe, in der zweiten Halbzeit irgendwie von den Kindern loszukommen, um dann das Spiel zu gucken. Aber es war natürlich vom Verlauf her so, klar, erstmal hat man Uruguay, dann wurde das Spiel abgesagt. Es war natürlich nicht so leicht, in das Turnier reinzukommen, seinen Rhythmus irgendwie zu bekommen. Und dann kam dieses Spiel gegen Ungarn, das natürlich dann in beide Richtungen laufen hätte können. Und das war sicherlich für die Gesamtkonstellation in der Gruppe danach traurig, dass man da nicht irgendwie zumindest einen Punkt geholt hat, um letztendlich bis zum Ende hinaus offen zu halten. Ja, würdest du denn sagen, dass die Mannschaft mit dem, was du gesehen hast, mit den Leistungen, dass man da trotzdem auf einem guten, auf dem richtigen Weg ist sozusagen? Ja, ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen. Ich glaube, dass die zwei entscheidenden und wichtigen Spiele, die gegen Ungarn und Spanien waren und dass die Mannschaft da sicherlich bis in beiden Spielen bis zum Ende das Spiel offen gestaltet hat und dass man beide Spiele hätte gewinnen können. Natürlich ist es so, dass da Kleinigkeiten gefehlt haben, aber ich glaube, was auch der Tenor der Mannschaft war, ist, dass das Angriffsspiel etwas variabler wurde. Ich glaube, man müsste insgesamt noch ein bisschen in der ersten, zweiten Welle, glaube ich, kann man da noch ein bisschen was rausholen, dass man da ein bisschen mehr einfachere Tore noch bekommt und ist es so, dass man vielleicht in der Abwehr ein, zwei Bälle mehr holen hätte können, aber ich glaube, in der Summe war es sehr nah dran von der Mannschaft, auch in das Viertelfinale einzuziehen. Ich glaube, die Spiele dann gegen Brasilien und Polen hinten raus als Maßstab zu nehmen, ist, finde ich persönlich, immer etwas schwierig, weil natürlich in den Medien, in der Öffentlichkeit dann immer das so verkauft wird, okay, das sind dann die letzten Spiele vor der Olympia-Quali, man muss sich nochmal als Mannschaft präsentieren, es geht darum, dass man zusammensteht, aber für mich persönlich denke dann, okay, wenn du das große Ganze siehst und schon ausgeschieden bist und weißt, okay, nächste Woche hast du im Verein wieder 3 Spiele pro Woche, dann muss man es, also wenn man es ganz objektiv betrachtet, auch sagen, dass das dann für mich nicht unbedingt der hundertprozentige Maßstab ist. Und die 2 Spiele gegen Ungarn und Spanien, waren sehr eng, sehr knapp. Schade, dass nicht irgendwie da
eins von den beiden irgendwie gewonnen wurde, sodass die Spiele gegen Brasilien und Polen hinten raus dann auch noch absolut wichtige Spiele gewesen wären, sodass man dann letztendlich auch ins Viertelfinale oder vielleicht sogar noch weiter hätte kommen können. Wie hast du denn die Weltmeisterschaft, es ging ja sehr hektisch, chaotisch los mit zwei Mannschaften konnten gar nicht erst hinreisen, da wurde dann quasi nachnominiert. Dann gab es am Anfang einige Corona-Fälle. Wie hast du das so aus der Heimat wahrgenommen und auch so dieses Turnier mit 32 Mannschaften, wovon ja, ich sag mal, eine Handvoll niveaumäßig, auch wenn da vielleicht der ein oder andere spektakuläre Einzelspieler dabei war, aber niveaumäßig ja doch sehr abgefallen sind. Wie hast du das Turnier als solches wahrgenommen bisher? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil tatsächlich sind natürlich ein paar Mannschaften dabei, die, wie du sagst, vom Niveau einfach deutlich schlechter sind. Aber da habe ich auch nichts von gesehen oder mich damit beschäftigt. Also von daher kann ich sehr wenig dazu sagen. Ich habe versucht, die deutschen Spiele zu sehen und dann natürlich mal, wenn man irgendwie weiß, okay, das in den anderen Gruppen, Konstellationen sind jetzt ein, zwei Top-Spiele, wo es drum geht, okay, keine Ahnung, kommt jetzt Slowenien oder Ägypten in die Hauptrunde, ins Viertelfinale oder Frankreich gegen Norwegen oder sowas, dass ich da vielleicht noch was gucke. Aber diese exotischeren Mannschaften, muss ich zugeben, habe ich auch nicht verfolgt. Deswegen ja, ist es jetzt auch schwierig, sich da irgendwie ein Urteil von meiner Seite aus irgendwie zu erlauben, ob das jetzt Sinn macht, so ein Turnier dann so durchzuführen oder nicht. Also schwierig zu sagen. Ja, aber das Turnier als solches, dass es überhaupt gespielt wurde, ich meine, du hast freiwillig verzichtet aus familiären Gründen jetzt im Nachhinein, also findest du es richtig, dass das Turnier überhaupt stattgefunden hat und war deine Entscheidung jetzt rückblickend gesehen auch für dich genau die richtige? Ja gut, das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich bin überzeugt von der Entscheidung, weil ich sehe, wie die Situation im Moment bei mir zu Hause ist. Und deswegen glaube ich, ist schon ganz gut, dass ich da bin. Wie die Hygienemaßnahmen vor Ort sind, wie da Dinge, weiß ich nicht, umgesetzt werden, das ist für mich auch, weiß ich nicht, auch genauso aus der Ferne schwierig zu beurteilen. Am Ende vom Tag können das nur die Leute, die dann da vor Ort sind, beurteilen. Natürlich kann man erstmal von außen sagen, okay, es ist schwierig, 32 Mannschaften in eine Bubble reinzubekommen und sicherzustellen, dass die alle dann auch vorher eine gewisse Quarantäne durchlaufen haben, dass man da kein Virus reinbekommt. Aber wie die Maßnahmen vor Ort sind, das weiß ich eben nicht. Natürlich war es so unglücklich, dass zwei Mannschaften gar nicht erst antreten konnten, dass die Kap Verde jetzt letztendlich dann das Turnier auch nicht weiterspielen konnten. Ich hoffe mir oder wünsche mir aber auch, dass jetzt im weiteren Verlauf keine Infektionen irgendwie noch rauskommen und dass jetzt letztendlich die K.O.-Spiele auch alle so gespielt werden können, dass man dann zwar zu Beginn natürlich dieses Thema hatte, aber dass es letztendlich keine Auswirkungen auf die, weiß ich nicht, auf die Platzierung oder auf die Medaillenvergabe hat. Also ich meine, das hätte ja im schlimmsten Fall auch so sein können, dass irgendwelche Favoriten oder in K.O.-Spielen irgendwelche Mannschaften dann vielleicht nicht mehr antreten können. Und ich glaube, das wäre ja irgendwie so ein Worst-Case-Szenario. Und in der Hoffnung, dass jetzt die letzte Woche auch noch gut zu Ende läuft, hat man das ja zumindest mit dem Konzept dort vermeiden können. Kannst du denn nachvollziehen, beziehungsweise inwieweit berührt dich das, wenn du oder ich sage jetzt mal ihr drei, also Patrick Wiencheck und Hendrik Pekela, deine Teamkollegen aus Kiel, haben ja auch verzichtet. Ihr habt, glaube ich, einiges an Kritik von Fans oder Handballzuschauern bekommen, aber es gab auch kritische Worte von Andreas Wolf, also einem Mitspieler aus dem Team. Hast du da Verständnis für? Kannst du es nachvollziehen? Wie hast du das erlebt? Ja, ich habe das mehr oder weniger in den Medien gelesen und weiß ich nicht. Ich habe es
das hat mich jetzt nicht besonders berührt, ehrlich gesagt. Das ist seine Meinung. Wenn er das sagen, wenn das seine Meinung ist, dann kann er das auch so sagen von mir aus. Aber ich habe das jetzt nicht für mich persönlich genommen oder mich dadurch von ihm angegriffen gefühlt. Und von daher war ich da eigentlich also sehr wenig emotional dieser Aussage irgendwie gegenübergestanden. Habt ihr mal, gab es mal Kontakt dann irgendwie persönlich jetzt in der Zeit oder soll es den nochmal geben? Also muss man das nochmal ausräumen oder ist das jetzt auch einfach vergessen dann? Also ich hatte keinen Kontakt und für mich ist es ehrlich gesagt auch gegessen und ich habe das für mich nicht besonders wichtig genommen, was er da gesagt hat und ich finde jetzt, also ich persönlich brauche jetzt da auch nicht irgendwie noch, dass man da irgendwie sich ausspricht oder sonst was und von dem her ist das für mich kein Problem. Und dann eine andere Frage, wie hast du die Diskussion jetzt in den letzten Tagen dann rund um den Kapitän der Mannschaft, Uwe Gensheimer, verfolgt und was sagst du dazu? Da gab es ja auch jede Menge Aufregung. Ja, es ist tatsächlich ja immer so, dass bei diesen Turnieren oft so Nebenschauplätze auch einfach aufgemacht werden, weil natürlich auch, ich weiß nicht, wie das jetzt bei dem Turnier ist, aber weil einfach die Medienpräsenz dort einfach nochmal deutlich größer ist als im Ligabetrieb. Und ich glaube, da wurde dann auch einfach zu viel draus gemacht. Ich meine, ich finde, also ich weiß nicht auch nicht genau, was ihm vorgeworfen wurde. Ich finde, am Ende vom Tag war es so, dass er gegen Uruguay vielleicht ein paar Würfe verworfen hat, aber das war Uruguay. Also ich finde da, also wenn er da 10 Bälle verworfen hätte, hätten wir noch mit 25 Toren gewonnen. Ich finde, dass man da irgendwie gar nicht so viel draus machen muss. Und am Ende vom Tag glaube ich, dass er schon sich gut um die Mannschaft dort kümmert und dass er den Rückhalt der Mannschaft hat. Und was dann letztendlich irgendwie aus einem Interview rausgeschnitten wurde und was er genau gesagt hat oder nicht, das ist ja dann irgendwie immer sowas, was sich dann so Tag für Tag bei so einem Turnier dann irgendwie so ein bisschen aufbläht, wenn man vielleicht auch dann die Konstellation hatte, dass es sportlich um nichts mehr ging, in Anführungszeichen. Und da wird dann eigentlich, also so habe ich es oft erlebt, wird dann oft auch von Medienseite immer ein bisschen mehr draus gemacht, als es letztendlich ist. Okay, dann lass uns nach vorne gucken. Die WM für Deutschland zumindest ist rum. Jetzt wurde dann sofort der Blick aufs nächste große Turnier, auf die Olympischen Spiele im Sommer gerichtet, wenn sie denn stattfinden. Aktuell wird weiter dahingehend geplant. Es soll Gold geben, aber Deutschland ist ja noch gar nicht qualifiziert. Im März steht erstmal ein Quali-Turnier an. Sehen wir dich dann wieder in der Nationalmannschaft? Das hängt dann natürlich vom Trainer ab, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir alle drei hier in Kiel auch dazu bereit sind und das machen wollen. Ich meine, das ist ja dann auch eine andere Situation, das ist nicht ein ganzer Monat. Man weiß natürlich noch nicht, wie die gesamte Lage, Pandemielage in 1,5 oder 2 Monaten aussieht. Das ist ja immer alles sehr kurzfristig, was in den letzten, Monaten so passiert. Also da ändern sich ja viele Dinge auch immer sehr kurzfristig, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir da alle bereit sind und wir wissen so, wie es alle gesagt haben, gegen Slowenien und Schweden, Algerien, dass das unglaublich schwierig ist, sich überhaupt zu qualifizieren. Okay, und dann sagen wir mal, Corona lässt alles zu und es wird ein erfolgreiches Quali-Turnier dann auch mit Steffen Weinhold im Sommer Richtung Tokio, die deutsche Mannschaft. Ja, das wäre schön, aber das ist noch ziemlich weit weg. Also, ja, natürlich. Ich meine, es ist auch klar, dass da jetzt viel immer drüber geredet wird. Das ist irgendwie das nächste große Turnier, für das man sich qualifizieren kann. Aber für mich ist es so, also grundsätzlich kommen jetzt erstmal wieder viele Aufgaben im Verein und natürlich würde ich mir das wünschen, dass das dann so ist, aber in den 6 Monaten bis dahin sind einfach noch extrem viele Spiele zu spielen, wir müssen uns qualifizieren, wir müssen gesund sein, da gibt es einfach viele Dinge und irgendwie ist es zwar in einem
Traum im Hinterkopf, dann da mitzuspielen, aber es ist einfach noch weit weg und viele Dinge, die bis dahin so abgearbeitet werden müssen. Du hast schon gesagt, also nächste Woche geht es auch für euch dann mit Champions League und Bundesliga sofort weiter. Übrigens Glückwunsch überhaupt nochmal zum Champions League-Sieg im letzten Jahr. Das liegt ja auch noch gar nicht so weit zurück. Jetzt hast du mit Flensburg und Kiel die Champions League gewonnen. Kurzer Ausblick auf den Rest der Saison. Also A, die Frage, könnt ihr Flensburg noch von Platz 1 verdrängen und wiederholt ihr in der Champions League auch den Titel noch? Tolle Frage. Also natürlich ist es unser Ziel in allen Wettbewerben, die wir dann noch haben. Wir haben ja auch noch das DFB-Final vor vom letzten Jahr, das wir dann auch noch spielen, in allen Wettbewerben irgendwie bis zum Ende dabei zu sein. Was am Ende dabei rumkommt, das wissen wir natürlich nicht. Ich meine, Flensburg hat, obwohl sie auch einige Verletzungsprobleme hatten in der Vorrunde, sehr konstant und sehr souverän gespielt. Und das wird natürlich auch extrem schwierig, da mit Flensburg um den Titel zu kämpfen. Sicherlich gibt es da auch noch vielleicht die eine oder andere Mannschaft, die da vielleicht auch noch die Möglichkeit zu hat. Und in der Champions League haben wir auch schon ein paar Punkte oder ein paar Federn gelassen. Dürfen wir auch nicht mehr so viele Spiele verlieren. Von dem her wird es sicherlich alles spannend werden und viele Aufgaben. Und da ist es für uns jetzt erstmal wichtig, dass die Jungs, die dann bei der WM sind, gesund zurückkommen und dass wir dann ja vor allem gesund durch den Frühjahr kommen. Ich meine, das wird ja sicherlich auch so sein, dass die Saison dieses Jahr nochmal einen Monat länger ist als in den Jahren davor. Man hat irgendwie jetzt in der Rückrunde dann doch nochmal wahrscheinlich in der Summe 10 Spiele mehr, als es als man es gewohnt ist. Und von dem her wird da auch nochmal ein bisschen anderes Programm auf uns alle zukommen. Aber klar sind wir gewillt, möglichst viele Spiele zu gewinnen, ist doch klar. Super. Steffen, dann wünsche ich dir und euch eben, dass ihr gesund bleibt, verletzungsfrei und sage vielen, vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Dankeschön. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.